Willkommen heute zu einer weiteren Wochenüberblick mit Clicker, Idle und Incremental Games. So, weiter geht's jetzt mit Midas Gold Plus. Und wie ich ja letzte Woche schon angekündigt habe, bin ich jetzt heute tatsächlich so weit gekommen. Also erstmal die Boni aktivieren. Daily Reward einsammeln, heute der 7. Tag und damit die Goldbelohnung, also die Rubies-Belohnung. Und willkommen, Lin. Sie ist jetzt also auf jeden Fall freigeschaltet. Ich habe die notwendige Anzahl von 1,1 hoch 106 erreicht. Und ja, damit erstmal heute wieder auf ins Spiel, die nächsten Sachen erledigt. Im Moment bin ich jetzt gerade dabei, so viele Diamanten anzusammeln, dass ich 3 hoch 107 habe, damit ich dann nämlich hier mit den nächsten Researches, den Diamond Researches, wieder weitermachen kann. Ein bisschen brauche ich dazu noch, weil ich brauche hier 2,31 etwa, damit ich dann am Ende nach dem Reset bei 3 hoch 107 ankomme. Und da es jetzt noch relativ zügig ging, nachdem sie ja ganz frisch dazugekommen ist, habe ich das durchaus an der Stelle, was ist ganz sinnvoll, jetzt hier den restlichen noch zu ergänzen, als mehrere Sets zu machen, weil es ja doch immer auch ein bisschen dauert, bis ich die wieder auf dem Maximallevel habe und die alle Boni aktiv sind, also alle Multiplikatoren. Und hier wird es auch spannend, weil hier kommt dann demnächst der 4000er Multiplikator und hier der 3900er, was natürlich auch hier wieder dann den Profit mit 2 multipliziert. Aber zu hoch 262, das dauert noch ein bisschen länger. Und als letztes steht dann wahrscheinlich eben jetzt tatsächlich nur noch Wolf an, bei 113 als Exponent. Und da werde ich mich dann jetzt demnächst Schritt für Schritt weiter drauf zubewegen. Das Interessante ist noch, mit dem Update von Pegasus auf Level 10 hat der einen ziemlichen Sprung gemacht, was hier die Power angeht. Und deswegen werde ich mit euch an der Stelle jetzt einige Kämpfe ausfechten und mal sehen, wie weit ich komme. Weil ihr seht, also Pegasus ist im Moment ziemlich gut drauf und wischt den mal eben weg, ohne dass ihm ernsthaft was passiert. Mal gucken, wie viel XP ich jetzt aktuell schon wieder zusammen habe. 110, das heißt, ich kann hier auch zweimal Sachen aufleveln. Und jetzt schauen wir mal, dass wir die Gold 5 heute abschließen. Das wäre natürlich sehr spannende Sache, dann dort wirklich weiterzukommen und mal gucken, ob nach Gold 5 noch eine Gold-Area kommt oder ob dann der nächste Bereich freigeschaltet wird. So, auf jeden Fall, die Monster sind aktuell wirklich noch total easy und es sind jetzt nur noch 6 Monster zu killen und sie haben mir sozusagen nichts entgegenzusetzen, seitdem ich aufgestiegen bin. So, damit geht der nächste XP-Point auf Angriff und ja, ich habe ja immer noch keine Getränke einsetzen müssen, also von daher kann ich das Getränkekochen noch nicht starten. So, die nächsten 15. Langsam wird es wieder ein bisschen schwieriger, wobei es kommt wahrscheinlich einfach darauf an, wie viel Lifesteal ich letztlich habe oder halt dadurch wieder Gesundheit zurückbekomme und ich dann umgekehrt Crits oder Reflection mache. Der letzte dürfte wahrscheinlich ein ziemlicher Brocken werden, weil das letzte Monster ist dann tatsächlich nochmal eine ziemliche Boss-Battle. Genau, das ist noch 15, das ist noch der vorletzte. Den schaffe ich sicherlich noch, ohne dass ich jetzt Getränke brauche. Aber es wird schon knapp. Okay, in der Runde schaffe ich es noch nicht. Aber ich probiere es nochmal ohne Getränke. Weil ich denke, das ist durchaus möglich, den zu schlagen. Genau. So, und jetzt ja, ein Lava-Annihilator mit 270 BP-Reward. Okay, ein bisschen kann ich davon erstmal noch ausgeben. Da kann ich die Defense noch ein bisschen verstärken und dann schauen wir mal, wie schwierig der wird. Weil der hat jetzt natürlich schon 1,4 hoch 17, also deutlich mehr Lebenspunkte. Und ich werde die Attack und Defense auf jeden Fall schon mal aktivieren und dann mal gucken, wie es mit meinem Leben aussieht. Also es sieht zumindest so aus, als
könnten wir ihn schlagen. Also ich verliere aktuell 8,3 hoch 15. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen zulegen. Aber wahrscheinlich werde ich nicht alle Getränke aufbrauchen müssen. Okay, jetzt brauche ich wieder die nächste Dosis, damit ich immer auf jeden Fall noch ausreichend über die 8,5 drüber komme. Ja, jetzt reicht es noch nicht ganz. Aber jetzt ist er erledigt. Mit 270 BP Point. Und ich habe tatsächlich, ich bin in der Diamond Division eine weitere Stufe. Und ja, es ist tatsächlich. Ich habe richtig gelegen, dass die nächste Stufe die Building Profits freischaltet. Und Knowledge Gain ist jetzt tatsächlich von 4000 nochmal auf 10.000% erhöht worden. Ja, das dürfte auf jeden Fall interessant werden, hier die erste Diamond-Stufe abzuschließen und mal sehen, wie hoch der Building Profit tatsächlich ausfällt. Zumindest ist jetzt der Text hier weg, das heißt, es werden wahrscheinlich auch keine weiteren freigeschaltet mehr. Obwohl hier natürlich noch Platz wäre für mindestens zwei weitere Felder, also mal sehen. Und eben mal sehen, was auch mit Pegasus ist, weil es wird ja noch ein bisschen dauern, aber ich denke, bis nächste Woche werde ich ihn so weit haben, dass ich weiß, ob nach Pegasus noch ein neues kommt oder ob Pegasus vielleicht tatsächlich der letzte ist. So, Gesundheitspotions herstellen, Punkte verteilen natürlich und Life Attack und jetzt fehlt natürlich der erste Punkt an der Stelle. Oder beziehungsweise ein Punkt fehlt und mal gucken, ob ich gegen diese Cave Bugs irgendetwas auszurichten habe, weil es wird jetzt natürlich schwierig und ich bräuchte eine Menge an Potions. Das heißt, an der Stelle bleibe ich natürlich jetzt erstmal stehen und es dauert 20 Monster, die ich dann besiegen muss, um ja, den ersten Building Profit zu bekommen. Also soweit wisst ihr jetzt, es gibt noch eine Diamond Arena und dann jetzt noch den nächsten Reset, um die Diamanten einzusammeln und dann das Diamond Research zu starten. Na komm. Ja, also 3 hoch 107 hat gereicht. Und jetzt gilt es natürlich hier das Ganze wieder zu aktivieren und wieder auf die Maximalwerte zu pushen, um dann natürlich auch genug Geld einzusammeln, damit ich neben den Diamanten auch eben hier die ja, 4,4 hoch 261 Goldmünzen aufbringen kann. Und dazu hier gleich mal alles zusammenbringen, damit die ganzen Boni sich verstärken und mit einem Durchlauf das hoffentlich dann gleich erreicht ist. Ja, dank der ganzen Artefakte habe ich natürlich auch zumindest einen ganz guten Mana-Bonus mit 40,5 pro Sekunde. Ja, jetzt gilt es auf jeden Fall ja, in den nächsten Tagen dann wieder hier weiterzumachen, die einzelnen Level noch hochzubringen. Wie gesagt, hier ist jetzt bald der 4000er dann für ihn wieder mit einem generellen Zweifach-Multiplikator, beziehungsweise nee, 1,5 steht dort ja nur. Und dann eben Stück für Stück mich weiter dem Wolf annähern, der dann als letzter freigeschaltet wird. Auch wenn hier jetzt Building Profits nicht direkt was steht oder zumindest die Zahlen nicht klar sind, was hier tatsächlich für Faktoren sind, wirkt es sich insgesamt aber tatsächlich so aus, dass es einen positiven Effekt hat und das soweit ganz gut gepasst hat. Sonst hätte ich auch die starke Beschleunigung hier im Endeffekt, dass bei 106 jetzt auf jeden Fall wo sind wir da jetzt aktuell? Ich glaube 25, sogar 50, also 0,05 teilweise, je nachdem welche Crits hier natürlich jetzt durchlaufen. Ich denke, wenn der obere Crit, also er da durchläuft, sind das schon annähernd an die 0,05. Das ist natürlich gegenüber dem 1er hier einen 50er Bonus zu haben, ist natürlich schon ganz ordentlich. Und das hilft erstmal noch eine Weile, dass das motiviert, hier jetzt weiter dran zu bleiben. Mal gucken, wie zäh es dann wird, tatsächlich noch 6 Zehnerpotenzen hier anzusteigen, um den letzten freizuschalten. Aber soweit für heute von Midas Gold Plus und auf zum nächsten Spiel.